Ja, also ich habe vor der Revolution beziehungsweise vor der Wende, vor dem Mauerfall erlebt, wie die Leute einfach zusammengehalten haben. Es gab nicht viel, aber wir haben uns viel mehr gefreut, wenn es Bananen gab oder Orangen gab, auch wenn es meistens nur diese Kuba-Apfelsinen gab, diese sogenannten. Wenn es Bananen in der Schule gab, dann haben wir die mit nach Hause gebracht und haben die geteilt, dass unsere Eltern und Geschwister auch was hatten. Und es war einfach viel sozialer. Und nach der Wende oder während der Wende war Aufbruchsstimmung. Alle waren total begeistert. Und nach der Wende fing halt die große Arbeitslosigkeit an. Betriebe wurden zugemacht, die Leute wurden unfreundlich, unglücklich. Und dann fing auch die Ellenbogengesellschaft an. Jeder wollte gewinnen und dadurch blieben leider viele auf der Strecke. Ich wünsche mir ein Deutschland, wo ganz viele Kulturen zusammenleben können. Ich wünsche mir ein Deutschland, wo wir wieder enger zusammenrücken, wo wir vielleicht nicht alles haben, wo wir vielleicht uns auch wieder austauschen müssen, wo wir wieder mehr miteinander teilen und wo wir auch wieder nach den Schwächeren gucken. Und ich wünsche mir ein Deutschland, wo wir keinen verurteilen, weil er anders aussieht, anders spricht. Also anders aussieht in Form von Behinderung, andere Hautfarbe, andere Kleidung etc. Ich wünsche mir, dass wir einfach offener werden, freundlicher zueinander und einfach wieder sozialer.